echt original und urchig. Das ist das Alpspektakel in Seewis. Der Alpabzug lockt hunderte von Zuschauern ins Prättigau. Während Zuschauer an der Strasse das Spektakel verfolgen, bereiten sich die Angestellten vom Hotel Schäserplaner Schlössli auf einen langen Tag vor. Im Service besonders wichtig sind gute Schuhe. Die meisten, die hier arbeiten, sind im Luftküssi schon Kibut unterwegs. Und das mit gutem Grund. An Tagen wie heute sind wir 14, 15 Stunden auf der Beine und man hat nicht noch Füße weh, nicht Rücken weh. Das ist ein super Gefühl. Also man spürt die Schuhe eigentlich gar nicht. Und das ist der Unterschied zu anderen herkömmlichen Schuhen, dass man einfach, ja, man läuft und man merkt sie einfach nicht mehr. Es ist ein freies Gefühl, ein tolles Gefühl von Freiheit. Es ist so wie auf Wolken laufen. Ich kann von morgen bis am Abend einfach rumlaufen und ohne Schmerzen. Es ist halt viel weicher. Es ist viel weicher. Es ist eigentlich nicht das Laufen, es ist ein Abrollen. Man tut viel mehr Abrollen. Also man merkt die Zehen bis hinten, dann zu den Fersen, wenn man läuft. Wie diese Aussagen zeigen, bietet der Kibbutz dem Servicepersonal viel Vorteil. Besonders, weil sie stundenlang auf hartem Boden unterwegs sind. Aber nicht nur die Mitarbeitenden schwören auf der Luftküssi-Schuhe. Während der Dreharbeiten haben wir per Zufall zwei Restaurantgäste getroffen, die ebenfalls von den Kibbutz-Vorteilen profitieren. Ich habe einen Kibbutz-Schuh an, dass man die Knie und den Rücken entlastet. Man läuft unheimlich weich mit denen. Man kann andere Schuhe fast nicht mehr tragen mit den ganz dünnen Sohlen. Sie haben jetzt zwei Jahre viele immer an. Sie sind immer noch locker ganz. Ich könnte sie jedem Mann empfehlen. Ich bin unheimlich zufrieden. Und man läuft so leicht und hat nie müde Beine. Das kann auch die Barbara Bo bestätigen. Sie arbeitet in der Hauswirtschaft vom Hotel Schäserplaner Schlössli. Ja, es ist aber wie das Fliegen. Also es ist so ein Abrollen. Es ist immer, man ist so, läuft höher. Als normal. Im Normal hat man das Gefühl, man tut so hart abrollen. Also aber nicht abrollen, hart stehen. Und da ist es Rollen ein bisschen, ein luftigeres Laufen. Das Laufen im Kibbutz ist nicht nur bequemer, sondern das Servicepersonal fühlt sich auch sicherer als in einem gewöhnlichen Schuh mit harten Sohlen. Wir sind da manchmal im Service schnell unterwegs, kommen um die Decken und gehen in die Küche und dort ist nasser Boden, weil das tut immer runtertropfen vom Wasser oder so. Und dann hat man wirklich super. Mit normalen Schuhen, dann schlüpfe ich da weg. Ich hatte jetzt etwa mal auch andere Schuhe angehabt und dann bin ich da durch die Küche durchgeschliffen. Mit diesen Schuhen passiert das nie. Da hat man einfach wirklich felsenfest. Da kann man wirklich durchs Nasse durch und es hebt wunderbar. Vorteil, der überzeugend und auch Doris Ebli nicht damit gerechnet hätte. Sie war es, die die ersten Erfahrungen mit dem Kibbutz gesammelt hat und die ihren Mitarbeitenden weitergegeben hat. Das ist wirklich erstaunlich, auch wie man sich aufrichtet, wie man einen schönen Gang kriegt. Das ist absolut erstaunlich. Mit dem Schuh kann nichts mehr schief gehen. Das Personal ist für den grossen Ansturm nach dem Alpabzug gerüstet und wird trotz dem stundenlangen Einsatz nicht über Fußschmerzen klagen müssen. Im Gegenteil, der heutige Tag ist nicht nur für Gäste ein Genuss, sondern auch für die Angestellten vom Hotel Schäserplaner Schlössli. Schliesslich macht das Arbeiten so in dieser herrlichen Bergwelt viel mehr Spass.